Ein Spendroide. Achtung! Was? Das Konzentration. Sie haben vielleicht nur einen Versuch. Sie sehen vor sich einen Zwergspendroiden. Das ist eine der unangenehmsten Anti-Infanterie-Einheiten der Handelsgilde. Sein Harnstahlpanzer wird für gewöhnliche Raumschiffen verbaut. Er ist quasi immun gegen Handfeuerwaffen. Nur sein optischer Sensor, die rote Kugel auf seinem Torso, ist nicht geschützt und verwundbar. Mit anderen Worten, schieß auf den großen roten Fleck. Zielen Sie auf den optischen Sensor, Delta. Ja, oder so. Jetzt können Sie Ihren Panzerbrecher einsetzen. Los! Da, das sieht doch gut aus. Puh. Ziel eliminiert. Spendroide. Delta, panzerbrechende Munition da. Ja, Sir. Aber mit dieser Waffe ist das ein Kinderspiel. Ja, das glaube ich. Aber jetzt legt los, bitte. Boah, scheiße, ich glaube, der geht einfach nicht so drauf. Vor allem, dass meine Dings leer ist. Scheiße. Oh, Scorch Vector. Das funktioniert mit dem Scharfschützengewehr nicht. Fixer lässt das aber, bitte. Ach Gott. Ich habe eine neue Granatenart, sehe ich gerade. Probieren. Nee, nicht das. Das hier. Aua. Ah, was ist das? Ach, eine Störgranate. Zurück ins Altmetallblechbüchse. Ich hoffe nur, dass uns nicht noch mehr von den Dingern begegnen. Ach so, das sind vier verschiedene Granaten. Was ist das denn? Geh in Deckung. Ausprobieren. Semtex. Ups. Oder Minen oder. Ja, auf jeden Fall sind sie jetzt weg. Scheiße. Naja, auch halb so wild. 7, halte ich. Wir brechen auf. Bagdad-Prozedur einleiten. Ach, die Position war auf das Tor gerichtet. Scheiße, na egal. Ist ja nichts passiert. 07 ist einsatzbereit. So. Zum Kernschiff. Ist die Tür noch offen? Das frage ich mich jetzt. Los, Delta, wenn wir nicht neugierig sind, dann sind wir eben nicht neugierig. Ach, es gibt tatsächlich. Mal gucken. Neugierige Soldaten. Dieser Weg scheint auch gesichert zu sein, Sir. Verdammte Droiden. Also gut, Delta, ist Rückwärtsgang. Ich meine, neugierige Soldaten sind das risikoärmste Relikt der Armee. Das muss man einfach sagen. Gut, dass hier auch zwei Fahrzeuge. Wir haben den Eingang zum Kernschiff erreicht, aber er scheint abgeschirmt zu sein. Roger, Delta. Halten Sie die Stellung. Wir schicken Luftunterstützung. Delta-Team, hier Kampfschiff Wing Delta 4-2. Wir nähern uns Ihrer Position. Treten Sie vom Eingang zurück. Oh, Roger. Ist schon fast vorbei, Pilot. Sie sollten froh sein, dass ich überhaupt hier bin. Da draußen ist die Hölle los. Wir können das Zielgebiet sehen. Beginnen mit dem Überflug. Ihr Jungs solltet vielleicht in Deckung gehen. Geh in Position. Deckung! Schiff zerstört. Danke für die Hilfe, 4-2. War mir ein Vergnügen, Delta. Infiltrieren Sie jetzt das Kernschiff und stellen Sie die Startcode sicher. Fuck. Ziel eliminieren. Sehr schön. Scorch. Ich dachte, das ist eine Geheimoperation. So, ein sauberer Treffer, Sir. Oh, es geht noch weiter hier. Es sind so viele scheiß Superkampfdrüben. Ach, perfekt. So, Scorch. Präzisionsschuss, abbrechen, Kommando. Und dann hier eine Mine. Nee, ein Heckfeuer. Gib mir Deckung, Delta. So, ich glaube, die Geonosianer haben sich mit der Zeit jetzt verpisst und je näher wir dem Schiff kommen, desto mehr Droiden haben wir am Hals und da drinnen sind ohnehin nur Droiden. Oh oh. Von hier aus kann's losgehen wieder. Oh oh. Schnell, Delta, schnell. Oh Gott, verdammt. E0 lädt nach. Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Bin unterwegs. Decken Sie die verdammten Protokolle, Delta. Jawohl, Sir. Los, 7, Heck, Heck. Heck um dein Leben. Puh. Ein scheiß Problem mit dem Superkampfdroiden. Ah, oh, diese Kackbrücke. Das erinnert mich an die Spielmodi in Halo 3, die sich damals noch Dodgeball genannt hat. Sehr schön. 6-2, Bagdad. Da kommt die Brücke. Oh, perfekt. Es funktioniert so gut. So, was haben wir denn? Okay, Sie haben das Kernschiff erreicht. Es wird Zeit, dass Sie sich trennen. Jeder von Ihnen muss ein anderes wichtiges System des Schiffs ausschalten. Dadurch wird die Verteidigungskapazität des Schiffs geschwächt. Das erleichtert Ihnen wiederum, Ihr eigentliches Ziel zu erreichen. Denken Sie daran, wir brauchen diese Startcodes. Viel Glück, Deltas. Die Startcodes finden im Kernschiff. Okay, Sir, es geht los. Viel Glück.
Okay, danke, Delta. Ja, scheiße. Ich mag es gerade gar nicht, mich von euch zu trennen, Leute. Weil ihr seid mir so ans Herz gewachsen. Und ich habe nicht die Waffen, um mich da alleine zu verteidigen. Aber gut, ich versuch's einfach mal. Ich meine, ich bin sowas wie ein Supersoldat, muss man einfach sagen. Besser als alle. Hier ist Delta 3-8. Ich bin drin. 3-8. Infiltration des Kernschiffs. Dem Delta-Team ist die erste Einnahme eines Großkampfschiffes für die Republik gelungen. Doch der Kampf ist noch nicht vorbei. Eine Horde gnadenloser Kampfdruiden wartet darauf, von einem unachtsamen Kommandosoldaten geweckt zu werden. Da ist ein Fehler im Satz. Es gibt keine unachtsamen Kommandosoldaten. An Bord des Kernschiffs haben Sie zwei neue Einsatzziele. Ihr Primärziel ist der Download des Startcodes auf der Brücke des Schiffs. Mit den Codes können wir die Evakuierung der Droidenarmee stoppen. Ihr Sekundärziel ist die permanente Deaktivierung des Kernschiffs. Auf dem Weg zur Brücke wird jeder vom Delta-Team einige kritische Systeme des Schiffs sabotieren. Dieser Aufzug bringt Sie in das Kampfdroidenmagazin. Rücken Sie zum Kontrollraum vor und deaktivieren Sie die Systeme des Magazins. Sobald Sie den Droidenlader deaktiviert haben, stoßen Sie zu Ihrem Team und rücken zur Brücke vor. Wir zählen auf Sie, 3-8. Viel Glück, Berater Ende. Keine Sorge. Alleine gegen die ganzen Droiden. Die haben keine Chance. Schön, dass 3-8 so unfassbar confident ist, aber... Ja gut, genauso wie ich, ne? Oh Gott. Ich bin nicht mehr confident. Alter, sind das viele Superkampfdruiden. Und das soll ich alleine machen. Ja, ich schleiche. Achtung. Ich komme hier gar nicht durch, so Angst habe ich. Scheiße. Die Droiden sind in Bereitschaft. Ich wäre besser vorsichtig, sie nicht zu alarmieren. Das wäre wohl ein Vorteil. Scheiße, das ist alles voll. Wenn ich da einen weg, dann habe ich so ein fettes Scheiß. 07 hier. Nähere mich meinem Ziel. Bis jetzt keine Droiden. Oh Gott. 4-0 hier. Ich habe hier ein kleines Droidenproblem. Ich auch. Okay, Delta scheint so ein bisschen... Was mache ich denn jetzt? Das Geschütz... Mamacita. Ich weiß jetzt nicht, soll ich ihn bekämpfen oder soll ich es bleiben lassen, weil... Wenn ich jetzt eine Granate schmeiße, dann wachen die doch alle auf. Fuck. Jetzt komme ich nicht ran. Okay, ich muss dodgen. Fuck you, Pisser. Ich muss ja eben durch. Ich bin im Kontrollraum des Repulsor-Lifts und hacke mich jetzt in das System. Oh. Puh. Scheiße. Das war knapp, okay. Jetzt sind sie wach. Oh oh, 7 hat Probleme. Hackt das jemand für mich? Nee. Stromleitung vor. Natürlich. Das nenne ich Technologie. Und Texturen, oh mein Gott. Geonosiana. Team, der Feind weiß jetzt, dass wir hier sind. Haltet die Augen offen. Nein. Scheiß Geschütz, nicht gesehen. Halb so wild. Große Probleme sind das nicht, aber der Geonosianer ist keiner von der erbarmungsvollen Sorte. Ich muss den Sprengstoff platzieren und weg hier. Solange er laden muss. 6-2 hier. Ich bin jetzt am Einlassventil für das Kühlmittel. Ah, shit. Oh nein, das ist die Auslassöffnung. 6-2, könntest du die Klappe halten, bis du was Wichtiges zu sagen hast? Shit. 4-0, hacke jetzt die primäre Energieversorgung. Ah, komm, aktivier den Scheiß jetzt! Ah. Hier 6-2, ich habe das Einlassventil für das Kühlmittel gefunden. Platziere jetzt die Sprengsätze. Gut, den haben wir sicher umgangen, den Typ, weil der ist viel zu stark für uns allein. Oh, hi! Hey, na, wie geht's? So viel zu keine Geonosianer auf dem Schiff.
Naja, gut. Ah, habe ich ja doch ziemlich gut umgangen. Gut, das gesamte Delta-Team hat... Nicht schlecht, was die auf die Beine gestellt haben. Oh. Der ist schon tot. Ich bin im Kontrollraum des Ladeblocks. Roger, Dreier. Ich lade einen Protokollwurm hoch, der Ihre Laderoutinen außer Gefecht setzt. Finden Sie ein Terminal und hacken Sie sich hinein. Roger. Auf dem Weg, Commander. Berater. Na, hier Kopf weg und Kopf weg. Also aller Sylvester Stallone hier. Was ist denn da los? Oh, aua! Du bist nicht dafür gebaut worden, mir Helf abzuziehen. Ja, schnitte ich mit zwei Fingern. Ich meine, das reicht auch völlig aus. Wozu habe ich 10 Finger, wenn ich nur 2 brauche? Was? Jo, hi. Na, what's up? Ich glaube, hier bin ich richtig. Okay, Team. Sekundärziele erreicht. Wir treffen uns auf Subebene 1157. Alles klar, Boss. Ja, Sir. Alles klar. Schön, dass es auch ein Kommando für dieses Terminal gibt, das Druiden explodieren lässt. Destroy all Druids. Vielleicht war ich das ja auch gar nicht. Vielleicht war das jemand von Delta. Hoffen wir es. Weil sonst wäre das echt lahm für so ein Schiff. Hauptsache, die fachen nicht auf. Ah, der quiekt so lustig. Guck mal, wie er sich bewegt. Der freut sich, mich zu sehen. Hallo, ich bin 3-8. So, rein geht's. Ich wollte gerade gucken, ob ich den vielleicht hier reindrücken kann. Nein, ist ja auch egal jetzt. Zu viel Spielerei, zu wenig Mission. Oder Mission habe ich genug, aber... Wir waren große Klasse auf dem Schiff. Schön, also die Probleme lösen sich hier von alleine. Ich habe mir das schwieriger vorgestellt. Oh, wie lustig. Oh, wie lustig. Ich finde das jetzt lustig. Oh, ja gut, ich gehe mal weiter. Gut, irgendwas richten wir hier an. Das ist schon mal klar, was genau. Ich habe hier ein kleines Problem. Oh, ich auch. Wir werden angegriffen, Sir. Es gibt hier ein Droidenproblem, Boss. Stirb. Richtige Granate. Scheiße. Die Handelsföderation ist wohl nicht sehr glücklich darüber, dass wir hier sind. Vorsicht, Deltas. Wir haben das Schiff ziemlich zugerichtet. Das gefällt ihnen nicht. Oh, Piss. Wo die Droiden sich aufführen, könnte man meinen, wir sind hier nicht willkommen. Haltet sie einfach in Schach. Keine Heldentaten. Wenn wir wieder zusammentreffen, schlagen wir uns zur Brücke vor und verschwinden von diesem Monster. Roger. Alles klar, Boss. Verstanden. Oh, Mann. Ich darf die Typen nicht anschießen. Oh, Bagda. Ach, Kack. Ich will seine Helf sehen da. Ich hab den aber schon angeschlagen, den Typ. Nein! Dreier, bitte melden. Ich glaube, das Delta-Team wurde ausgelöscht. Ach, shit. Da hab ich verkackt. Ja, natürlich. Ich bin ja tot. Was soll ich denn anderes jetzt tun? Ja, start. Ja, go. Minho. Aber es war jetzt auch blöd angestellt, aber man muss echt aufpassen bei den Superkampf-Druiden, weil... Die sind Bots. Wir waren große Klasse auf dem Schiff. Schnell durch, bevor sich hier irgendwelche Typen mir überlegen, mir Probleme zu machen. Piss. Wir werden angegriffen, Sir. Es gibt hier ein Droidenproblem, Boss. Stirb, du kleiner Schrotthaufen. Die Handelsföderation ist wohl nicht sehr glücklich darüber, dass wir hier sind. Vorsicht, Deltas. Wir haben das Schiff ziemlich zugerichtet. Das gefällt ihnen nicht. Gibt's keinen Bug da, oder? Wenn die Droiden sich aufführen, könnte man meinen, wir sind hier nicht willkommen. Scheiße. Haltet sie einfach in Schach. Keine Heldentaten. Wenn wir wieder zusammentreffen, schlagen wir uns zur Brücke vor und verschwinden von diesem Monster. Roger. Alles klar, Boss. Verstanden. Na gut, ich hab's hier nicht geweckt. Das ist schon mal gut. So wie es aussieht. Nee, ich hab keinen geweckt. Oh, Scheiße. Okay, wie du willst. Du willst einen Kampf, du kriegst ihn. Ah, geh drauf. Arschloch. What? Ich glaube nicht. Immer versucht jemand einem was anzudrehen. Ich will doch gar nichts haben. Das ist die perfekte Position für den Typ da. Geht es? Nee, geht nicht. Ich hab Schilde verloren. Gut, die C4 liegt ja schon mal. Wie hole ich diesen Cowboy da jetzt? Ich will seine Gesundheit sehen. Er ist schon mal ein Anfang. Ah, hat ein Hardlight-Shield.
Auf jeden Fall sind die Typen aber, glaube ich, nur mit halber Gesundheit teilweise, weil die Sabotage ziemlich an ihrer Gesundheit nagt. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich alleine mit ihnen fertig werden muss. Dass ich jetzt keine Schilde mehr habe. Perfekt. So, bevor ich mir jetzt Bagda hole, mache ich jetzt die C4 fertig und dann hole ich mir Bagda, weil bevor da noch einer glaubt, er müsste mir total auf den Sack gehen wie ein scheiß Zeuge Jehovas, da hat er sich geschnitten. Solchen Menschen mache ich nicht die Tür auf. Und Druiden, wer ist recht nicht? Biometrische Cyborgs. Quark. Ich bin das Erzeugnis von Django Fett. Keiner kann mir was. Außer ihr. Hi. Warum hast... Na, ah, fuck. Da. Ende des Levels. Oh, super Dodge und Salto und wie heißt das? Slalom. So.